Und wir machen im Süden weiter mit dem Doppelpack. Die Spielvereinigung Landshut mittlerweile schon seit 5 Spielen ungeschlagen, traf zu Hause auf den FC Pippenfried. Und da hat man ganz neue Töne vernommen, nämlich der FC Pippenfried, der ist gewillt, der möchte die Lizenz für die Regionalliga Bayern beantragen. Also die Spielvereinigung Landshut im Heimspiel gegen den FC Pippenfried. Und es darf natürlich nicht der Knaller des Spieltages fehlen. 2 gegen 3, das heißt SV Pullach gegen den VfR Garching. Und mit dem Münchner Vorstadtduell beginnen wir auch den Doppelpack. Spitzenspiel in Pullach. Die Bedingungen leider alles andere als spitze. 4 Grad, Regen und noch dazu wird auf Kunstrasen gespielt. Nicht die besten Voraussetzungen, aber beide Teams müssen damit zurechtkommen und das Beste draus machen. Zu Gast beim SV Pullach der VfR Garching in Schwarz. Und der zeigt direkt ein probates Mittel auf nassem Kunstrasen. Weitschüsse. Egal ob per Freistoß oder aus dem Spiel heraus. Die Gastgeber finden die Idee gut und machen mit. Der Freistoß zunächst abgeblockt und auch der Nachschuss findet sein Ziel nicht. 0:0 zur Halbzeit. In der 62. Minute dann doch noch ein Highlight. Verwirrung in der Pullacher Hintermannschaft. Christoph Ball fasst sich ein Herz und erzielt das Tor des Tages. Das Ganze in einem Spiel, bei dem eigentlich beide Mannschaften einen Punkt verdient gehabt hätten. Allein aufgrund der widrigen Bedingungen. In die Zukunft freuen wir uns auf die Winterpause. Ich arbeite jetzt seit 3,5 oder 4 Wochen mit der Mannschaft. Das ist noch nicht so lang. Ich denke, wir können das ein oder andere verbessern. Das werden wir tun, da werden wir hart dran arbeiten. Aber nochmal, wir spielen überragende Vorrunde. Der ganze Verein hat sich das richtig gut erarbeitet. Ich bin der Meinung, wir sind nach wie vor Zweiter, auch nach dem Spiel, auch nach dem Ergebnis. Alles gut, aber über die Leistung muss man natürlich reden und die muss man verbessern, gar keine Frage. Spiel verloren, ansonsten alles in Ordnung beim SV Pullach. Genau wie bei Gegner Garching. Beide Mannschaften bleiben in der Tabelle oben dran.